Ich bitte euch, schaut euch mal um, wie viele Patrioten sich heute hier wieder eingefunden haben. Ich habe gerade gehört, die Polizei spricht von 1000. Ich würde sagen, vielleicht sind es 80. Oder 180. Oder 2000. Also unsere Ordner haben auch grob gezählt und kommen auf bis zu 2500 Leute. Und wir sind so abartig dankbar und froh, dass ihr hier seid. Das ist Wahnsinn. Wir kommen wieder. Und wir kommen wieder. 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 Die Initiative Kandel ist überall, arbeitet mit anderen Initiativen zusammen. Besonders eng und besonders schön ist die Zusammenarbeit mit den Frauen vom Frauenbündnis. Auch beim letzten Mal haben die mit uns zusammen hier veranstaltet und demonstriert. Und ich möchte euch jetzt gern Maria vorstellen, eine der Frauen vom Frauenbündnis und eine der Frauen mit einer besonders scharfen Beobachtungsgabe und mit einer besonders spitzen Feder. Ich freue mich, Maria, auf das, was du sagen willst. Maria Schatzaria! 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 Liebe Freunde und liebe Mitstreiter, meine Rede, die ich jetzt halten werde, ist all den Frauen und Wohlfühlfeministinnen in schönen, weißen, sicheren, deutschen, reichen Vierteln gewidmet. Außerdem den Feministinnen in den Gleichstellungsbeauftragten in Kandel und den Feministinnen im Aradia Frauenzentrum, die sich von uns distanziert haben und uns als rassistisch, frauenfeindlich und fremdenfeindlich abqualifiziert haben. Die Dummheit ist grenzenlos. Ja, aber das Universum ist noch größer als die... Nee, die Dummheit ist größer als das Universum. So, also, seit September 2015 ist unser Land Beuteland und ein offenes Gefängnis für uns. Unsere jungen Männer essen vegan, tragen Dutt und haben Mädchenarme. Ihr nicht, nein. Für die kräftigen Messermänner aus dem Orient und Afrika sind sie leichte Beute. Unsere ahnungslosen jungen Frauen lässt man im wahrsten Sinne des Wortes ins offene Messer laufen. Weiter hinter mit dem Mikro. Weiter hinter, weiter weg das Mikro. Nein, weiter zu euch. Weiter ran, okay. Also unsere ahnungslosen jungen Frauen lässt man im wahrsten Sinne des Wortes ins offene Messer laufen. Wir wissen von Maria, Mia und Mireille, aber viele unserer Toten bleiben namenlos. Wir dürfen noch nicht mal um sie trauern. Was sagen unsere Feministinnen zu all diesen Schrecken? Dröhnendes Schweigen. Stattdessen Vorwürfe, wir würden die Morde an unseren Mädchen instrumentalisieren. Ja, aber die Sprache ist gefügig. Wir geben es zu, wir instrumentalisieren diese Morde. Wir gehen auf die Straße, um sie mit Einzelfällen anzuprangern. Wir lassen uns sogar anfeinden, weil wir all das nicht mehr ertragen. Was machen eigentlich unsere Wohlfühlfeministinnen? Sie profilieren sich bei MeToo. Unsere Schwestern. Häuser, 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 Häuser
oder wie in der Bibel. Unsere Schwestern bekochen wohlgenährte, fremde Söhne, während das Nachbarskind hungrig in die Schule geht. Und in die Tafel. Unsere guten Schwestern helfen diesen Männern, denn sie sind schuld an den Kreuzzügen, an der Kolonialzeit, am Zweiten Weltkrieg. Sie sind schuld am Waffenhandel und am Sack Reis, der in China umfällt. Nur, dass ihre Mutter allein im Pflegeheim liegt, daran sind sie nicht schuld. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unsere linken Schwestern beschimpfen uns als rechte Rassistinnen. Wenn Rassismus bedeutet, dass ich mich als Leistungsträgerin gegen die Massenmigration von versorgungssuchenden Überschusssöhnen aus überbevölkerten Ländern wäre, ja, dann bin ich eine rechte Rassistin und ich bin stolz drauf. Widerstand! 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 Unsere qualifikationsfreien Schwestern in der Regierung sprechen von Barmherzigkeit und Mitgefühl und erhöhen ihre Diäten. Ja, das ist wunderbar. Während die Ärmsten unter uns nur mit Fremden um Arbeit, Wohnraum und sogar um Essen konkurrieren müssen. Unsere ausgehungerten, kinderlosen, veganen Ladenhüterinnen glauben doch nicht im Ernst, dass die knackigen jungen Flüchtlinge nur deshalb mit ihnen das Bett teilen, weil sie sie lieben. Nein, die knackigen Flüchtlinge wollen Geld für ihre eigene Familie, weil sie noch wissen, was Familie bedeutet. Der Flüchtling macht beim Sexjob die Augen ganz fest zu und versteht ihr Toleranzgeschwurbel rein sprachlich sowieso nicht. Und nach dieser Sexarbeit pflückt er sich dann einfach eines unserer jungen Mädchen zum Ausgleich von der Straße. Danke dafür, Schwestern! Hui! 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 Diese mörderischen Schwestern, da fällt sogar der Pfosten um. Diese mörderischen Schwestern, die im Namen der politischen Korrektheit jeden Mord relativieren und mit den Profiteuren der Asylpolitik paktieren, opfern unsere Kinder für ihren eigenen Vorteil. Widerlich! Widerstand! 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 Also, ganz egal, ob aus Geld oder Machtgier, ob aus Sinnsuche in ihrem öden Leben oder aus Schuldgefühlen, sie haben jedes einzelne Mädchen auf ihrem Gewissen. Sie sind die feinen Schreibtischtäterinnen im edlen Ökozwirn. Sie verbieten uns den Mund, damit man ihre Schandtaten nicht benennen kann. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Unsere Schwestern haben uns verraten und verkauft. Und deswegen ist es Zeit, dass wir wieder selbst die Kontrolle übernehmen. Widerstand! 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 Widerstand!
Es ist an der Zeit, dass wir uns erinnern, wer wir sind. Es ist an der Zeit, sich aus 70 Jahren Schuld und Scham zu befreien. Es ist an der Zeit, dieses Joch abzuwerfen und unser Land zu verteidigen. Es ist an der Zeit, zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Denn ohne Wurzeln sind wir wie ein Blatt im Wind. Wir müssen zu uns zurückfinden. Denn ein Volk ohne Identität wird ausgelöscht. Wir haben das Recht. Wir haben das Recht, stolz auf uns zu sein. Jawohl! Wir sind stolz! Wir sind stolz! Wir sind stolz! Denn ein Volk, das sich nicht achtet, wird verachtet. Wer sind wir? Was macht uns Deutsche aus? Wir sind für unseren Fleiß, unsere Disziplin und Genauigkeit bekannt. Für unser Ingenieurwesen und Maschinen, die wir am Schnürchen laufen. Noch. Die Zeiss-Optik ist bis heute unerreicht. Wir hegen und pflegen unsere sauberen Flüsse, unsere wunderschönen Wälder und Landschaften. Wir haben unsere klassische Musik, Beethoven, Schubert und Bach. Wir haben unsere Fußballer, unser Bier und unser Brot. Und den Wein. Wir haben Dichter wie Else Lasker-Schüler und Goethe. Unsere Märchen und Sagen, die tiefer Teil unserer Identität sind. Rotkäppchen, der eiserne Heinrich mit dem Band um seinen Herzen. Siegfried und Brünnhilde. Wir haben unsere Kirchen und jahrhundertealte Schlösser. Wunderbar. Unsere Klöster und unsere Geschichte als Christen, die frei sein und ein Leben in Fülle haben sollen. Das sollten wir in unserem Herzen bewahren, denn es ist unser Geburtsrecht. Es ist erlaubt, glücklich zu sein. Es ist erlaubt, zuerst an die eigene Familie zu denken. Es ist erlaubt, seine Kinder zu schützen. Es ist erlaubt, um seine Toten zu trauern. Es ist erlaubt, seine Freiheit zu verteidigen. Widerstand! Und es ist erlaubt, die eigene Heimat zu lieben. Denn wir haben nur die eine Heimat. Danke.
Vielen Dank, liebe Maria. Ich habe jetzt einen Überraschungsgast für euch, einen, der einen sehr langen Weg durch die ganze Republik zu uns geschafft hat, aus Brandenburg. Jimi Hendrix. Ist Andreas Kalbitz angereist. Letzte Woche hat er bei den Freunden aus Cottbus gesprochen. Andreas, wie ist die Lage in Cottbus und wie ist dein Blick auf unser schönes Land? Ja, vielen Dank. Zuallererst bedanke ich mich mal, dass ich hier sein darf. Ich habe das große Privileg, als Mann hier reden zu dürfen. Das ist ganz fantastisch. Ich glaube, ich bin der Zweite. Vielen herzlichen Dank dazu. Vielen herzlichen Dank bei diesen ganz engagierten Frauen, die das hier aufgezogen haben, was nötig ist. Von wegen konservative Frauen sind am Herd angekettet. Ja, Unsinn, auf der Straße sind sie, weil unser Land das braucht. So nötig wie nie zuvor. Ich bedanke mich auch bei den Einsatzkräften der Polizei. Jawohl. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir sehen, wir haben es ja gehört aus der Ferne, wer schützt hier wen? Nicht die Polizei muss die Bürger schützen vor uns. Nein, die Polizei muss uns schützen vor diesen ganzen verblendeten Kindersoldaten der sogenannten Antifa. Ja. Die als billige Vollstrecker und Hilfstruppen der Machterhaltungsnomenklatura herangekarrt werden mit Bussen der Gewerkschaft, mit Brötchentüten versorgt. Und ich sage euch eins, gemessen daran, welches Geld die haben, welche Mittel und welche Macht, ist das armselig, was da aufgeboten wird. Das ist armselig. Das ist eine Schande. Schande. Schande ist das. Das ist das letzte Gefecht dieser vermerkelten Regierung und das ist eine Schande für dieses Land und für die Menschen, die dieses Geld erarbeiten müssen. Und den Pseudogenossen der sogenannten Antifa kann ich nur mitgeben, sucht euch Arbeit und wenn ihr wüsstet, was eure Eltern wählen, dann würdet ihr zu Hause bleiben. Als es hieß, ich komme nach Kandel oder wurde eingeladen, da dachte ich mir, naja, Kandel, dann haben einige gesagt, Kandel ist ganz schwierig. Aber ich kenne das ja schon aus Cottbus, ich kenne das aus Dresden. Ja, da hieß es dann, auch wenn man dieser, ich bin ja kein Apologet der Lügenpresse, aber ich bin ganz vorsichtig, wenn man dieser Tendenzberichterstattung folgt, dann sind ja hier lauter Nazis und Rechtsextremisten. Wenn ich mich hier umsehe, sehe ich keine Nazis und keine Rechtsextremisten. Wenn ich mich hier umsehe, sehe ich einen bürgerlichen Protest, ich sehe Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, ich sehe Kinder, ich sehe Frauen aller Altersgruppen. Das ist der Querschnitt der Gesellschaft. Wir sind das Volk, nicht die, die da unten demonstrieren. Wir sind das Volk! 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 Und wenn ich mich umschaue und diesen Protest sehe, es hieß ja immer, im Westen ist nichts los. Also im Westen geht nicht, es ist ein bisschen schwerfälliger. Das ist so ein toller Beginn, das ist ein Anfang, weil in diesem Spruch steckt Weisheit, Kandel ist wirklich überall. Kandel ist wirklich überall. Und dieser Beginn, ich weiß, dass es im Westen ist, diese Demonstrationskultur nicht so ausgeprägt. Ich danke euch für euren Mut. Ich danke euch für den Mut, dass ihr friedlich, demokratisch und gewaltfrei euer Demonstrationsrecht wahrnimmt. Ja, wir fordern Veränderung ein für dieses Land, weil diese Veränderung ist so dringend nötig. Und wenn sich irgendwelche Manu Dreyers dieser Welt oder wie die alle heißen, Claudia Roth und Cem Özdemir aufregen, dass wir hier stehen, dann kann ich nur sagen, hier wird das Ursache-Wirkungsprinzip verdreht. Hätten die alles richtig gemacht, müssten wir nicht auf die Straße. Alle Husse! Alle Husse! Alle Husse!
Und jetzt ist die Panik groß, weil es geht ja nicht um Inhalte. Es geht ja um Machterhalt, es geht nicht um Inhalte. Das wird uns als Show angeboten. Wir erinnern uns noch vor der Bundestagswahl, als hier Gottkanzlerkandidat 100% Mr. Horst Schulz, oder wie er heißt, ich habe den Namen schon vergessen, als der angetreten ist gegen Angie Merkel, da wurde er uns ja verkauft, es geht um unterschiedliche Inhalte. Falsch. Das sind dieselben miesen Inhalte in einer anderen Verpackung und noch nicht mal die Verpackung ist schön. Und jetzt haben wir wieder... Jetzt haben wir wieder Stillstand in diesem Land. Aber ich verspreche euch, diese GroKo wird keine 4 Jahre halten. Das kann sie nicht und das darf sie nicht, wenn es uns ernst ist mit unserem Land. Warum ist es wichtig, dass wir hier sind und auch anderswo? Es ist deshalb wichtig, weil der Widerstand spürbar werden muss, weil auch ein Bürgermeister hier merken muss, er kann nicht mehr wie früher nach Gutsherrenart die Menschen behandeln und die Probleme ignorieren, weil sonst bekommt er Druck. Der Druck, der uns demokratisch zusteht, so verändern wir dieses Land. Und wir machen das friedlich, demokratisch und gewaltfrei. Unabhängig von dieser ganzen Propaganda, die auf uns einschlägt. Da ist es immer, ist alles so undemokratisch. Entschuldigung, das, was jetzt passiert, auch in den Parlamenten, da haben Menschen gewählt. Das ist nicht das Produkt irgendeines Putsches. Das ist doch ein Blödsinn, wenn dieses Bild gezeichnet wird. Und dass Teile der Medien... Camarilla, da nicht glücklich sind damit, das ist mir schon klar, weil die selber zu dem ganzen Alt-68er-Kartell gehören. Und wir werden die Alt-68er und ihre Erben auf die Müllhalde der politischen Geschichte schicken. Und als ich letzte Woche in Cottbus stand, Cottbus kannte früher kein Mensch im Westen, vor 4000 Leuten, da war einer, der kannte es, vor 4000 Leuten bei minus 10 Grad, dann merkt man, wie dieses Land nach Veränderung dürstet. Und diese Veränderung ist so nötig, weil wenn wir dieses Land nicht verändern, werden wir es verlieren. Es gibt keine zweite Chance, es gibt keine Reset-Taste. Und ja, Heimatliebe ist kein Verbrechen. Und es ist wichtig, dass wir hier sind, in Kandel, in Cottbus, in Dresden und bald überall. Wir holen uns unser Land zurück. Vielen Dank. Liebe Freunde, liebe Freiheitskämpfer, liebe Patrioten! Der ganze Staatsapparat gegen ein paar kleine Frauen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was man aufgeboten hat, um uns hier heute zu verhindern oder zu einzuschränken. Sie sollen sich schämen, 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 schämen. Ganz sicher wollt ihr nun wissen, wie es weitergeht mit unserer Initiative Kandel ist überall. Nachdem wir angekündigt hatten, dass wir hier in Kandel nun das letzte Mal sein werden. Wir haben uns zusammengefunden. Wir kommen wieder, 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 wir kommen wieder. Ja, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir wiederkommen, aber jetzt erstmal für eine gewisse Zeit kommen wir nicht mehr. Die Initiative Kandel ist überall, kommen wir nicht mehr hierher, denn wir haben andere Dinge vor.
Wir haben uns aus dem Wunsch heraus gegründet und zusammengefunden, um den Opfern von brutaler Ausländer- und Migrantengewalt ein Gesicht zu geben, damit sie von der Gesellschaft nicht so schnell vergessen werden, wie sich das unsere Politiker natürlich gerne wünschen würden, um nicht ständig an ihre eigene Schuld und ihr eigenes Versagen erinnert zu werden. Dabei ist die Nationalität der Opfer vollkommen gleichgültig. Es geht uns, das ist doch Absicht, oder? Es geht uns um eine unbeschreibliche, eine ganz neue Art von Gewalt, die ungleich brutaler ist und hauptsächlich die Schwächsten trifft. Mädchen und Frauen, aber auch alte Menschen. Wir sprechen uns gegen die importierte Gewalt aus, die ihren Ursprung in der frauenverachtenden Ideologie des Islam hat. Ehrenmorde, Kinderehen und Mädchenbeschneidungen gehören zum täglichen Leben in diesen Ländern, aus denen die meisten der illegalen Migranten kommen. Und sie bringen diese Unkultur mit nach Deutschland, über Grenzen, die keiner mehr kontrolliert. Dagegen sollte Frau Dreyer was unternehmen. Das wäre ihre Pflicht. Viele dieser Gewalttaten sind für zivilisierte Menschen einfach unvorstellbar. Wir wollen und wir werden es nicht zulassen, dass unsere eigene, über Jahrhunderte gewachsene Kultur und die damit verbundene Identität zurückgedrängt wird. Und wir wollen und wir werden uns nicht an solche Gräueltaten gewöhnen. Und schon gar nicht werden wir uns fremden Religionen unterwerfen. Niemals! Deshalb gibt es Widerstand! Also diese Kirche, das ist diese kirchlichen Einrichtungen, das ist echt das allerletzte. Dass die jetzt, ihr wisst das, in Erfurt haben sie den Dom, das Licht des Doms ausgeschaltet. Und hier lassen sie die Glocken läuten, damit sie uns stören. Die sollen sich schämen, es ist eine Schande! Mitreißen und motivieren, gemeinsam mit uns den Kampf gegen skrupellose, verantwortungs- und gewissenlose Politiker zu führen, die solche Zustände herbeigeführt und zugelassen haben. Wir planen deshalb weitere Veranstaltungen und Aktionen und werden euch rechtzeitig über all unsere Aktivitäten, über unsere Website und über Facebook informieren. Auch wurden heute Visitenkarten ausgegeben, da stehen die Adressen drauf. Bis dahin bitte ich euch, unterstützt den Protest auf der Straße. Egal, ob hier in Kandel am 7.4. Es wird wieder eine Demo gehen vom Frauenbündnis hier in Kandel. Oder in Wien am 14.4. Bei den Merkel muss weg Demos in Hamburg, Mainz, in Cottbus und überall. Oder den Frauendemos in Berlin. Unterstützt diese Aktionen auf der Straße, sie sind wichtig. Und wir versprechen euch, wir werden nicht nachlassen, denn dieser Funke darf nicht mehr verglühen. Im Gegenteil. Und ich verspreche euch, wir haben noch Großes vor. Lasst euch überraschen. Und nun... Nun bedanke ich mich auch noch einmal ganz herzlich für euer Kommen und übergebe an unseren tollen Versammlungsleiter, der euch dann verabschieden wird. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle gekommen seid.
bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit. Wollen wir unsere Nationalhymne singen, wenn wir das in die Kirchenglocken lassen? Ich bin jetzt nur der denkbar schlechteste Vorsänger mit der Stimme. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Lasst uns alle stehen, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Ja, dann möchte ich mich jetzt noch bei der Polizei bedanken, die den Spaziergang sehr gut abgesichert haben. Die allerdings auch darum gebeten haben, einen kleinen Moment, ist gerade am Telefon. Die Polizei hat darum gebeten, dass man die Abreise über die Bahnhofstraße momentan vermeiden sollte, weil da polizeiliche Maßnahmen stattfinden bei unseren Freunden, den Ungewaschenen. Danke für euer Kommen und ich wünsche euch jetzt eine gute Heimreise. Wie gesagt, passt an der Bahnhofstraße da unten auf und hiermit erkläre ich die Veranstaltung für beendet.